Also wir verwenden sehr viel Zeit und Mühe auf die Suche nach Dozenten. Wir haben inzwischen natürlich einen ziemlich guten Dozentenstamm von bewährten Dozenten, aber manchmal brauchen wir auch einen neuen Dozenten. Gerade meistens versuchen wir durch Empfehlungen an Dozenten zu kommen. Denn ein Journalist, der gut in seinem Fach ist, ist noch lange kein guter Dozent. Also da müssen zwei Dinge zusammenkommen und da verwenden wir sehr viel Mühe und Zeit. Wir wissen schon, dass es eine Weile dauert, bis man einen Dozent aufgebaut hat. Wenn ihr jetzt jemanden überzeugen müsst, einen Dozenten zur ABP zu kommen, was wäre so ein Argument? Warum sollte man bei der ABP Dozent sein? Also ich habe den Eindruck, dass unsere Dozenten sehr gerne zu uns kommen. Also wegen der Atmosphäre, aber auch weil es den Leuten Spaß macht, junge Journalisten oder Leute aus der Kommunikation zu unterrichten. Und ich habe den Eindruck, es beflügelt die Dozenten auch selber, ne, weil man sich mit seinem Thema, das man schon seit Jahren macht, wieder neu auseinandersetzt oder auch sieht, welchen Blickwinkel hat die junge Generation. Also ich glaube, die kommen alle sehr gerne und empfinden das auch selber als Bereicherung. Denn für die Dozenten ein großer Aufwand, hier bei der ABP Dozent zu sein? Oder ist es so, dass sie tatsächlich für ein Dreitagesseminar kommen und wieder gehen? Ja, genau. Also sie haben tatsächlich nur diesen kleinen Aufwand. Aber was meinst du Oder, mit kleinem Aufwand? naja, also gibt es eine großartige Vorbereitung, die sie machen müssen? Müssen sie schon mal vorher irgendwie eine Präsentation liefern? Oder ist es tatsächlich so, dass ihr euch darauf verlasst, die kommen her? Machen ein Seminar, das Also die Seminarleiter besprechen mit den Dozenten natürlich ziemlich detailliert das Seminar, auch welche Übungen durchgeführt werden. Und umso bewährter der Dozent ist, umso länger er das da ist, dann kann der das natürlich, dann muss man das nicht mehr im Detail absprechen. Aber unerfahrenen Dozenten widmen wir sehr viel Zeit. Aber der muss jetzt keine Prüfung machen oder sein Manuskript vorher abliefern oder so, das nicht. Okay. Und wir stehen ihm ja dann auch die ganze Zeit zur Verfügung und unterstützen ihn während dem Seminar. Vielleicht noch mal kurz zurück zu dir. Du arbeitest ja auch noch freiberuflich als Journalistin. Wie kann man sich so ungefähr dieses Verhältnis vorstellen? Wie viel ABP und wie viel freier Journalismus ist es? Also ich bin jetzt seit 2 Jahren ungefähr, na, vielleicht sind es sogar schon 3, bin ich fest angestellt. Ich war vorher immer freiberuflich und ich habe jetzt eine 35-Stunden-Woche. Und also ich bin nicht jeden Tag da, sondern ich bin natürlich da, wenn ich Seminar habe und zum Vorbereiten und kann also, wann ich da bin, das kann ich selber festlegen, je nachdem, was ich zu tun habe oder ob ich ein Seminar habe. Und in der Zeit, wo ich nicht da bin oder wo ich mir dann auch Zeit nehme, da kümmere ich mich dann um andere Dinge. Aber die Akademie hat natürlich Vorrang. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz. Okay. Danke. Ist ja klar, dass du kein Mikro dran hast.